Wäschemangel, 120 Entlassungen, Großwäscherei Behrensen in Glückstadt wird geschlossen. Bissspur, freigelassene Nerze werden zur Plage, Geflügelzüchter haben Angst um ihre Tiere. Und Schnellkurs mit 100 Sachen über die Aschenbahn, deutsche Meisterschaften im Speedway in Brockstedt. Guten Abend, herzlich willkommen hier beim Schleswig-Holstein-Magazin. Ein ruhiges und entspanntes Arbeiten gab es in der Traditionswäscherei Behrensen in Glückstadt seit Jahren nicht mehr. Immer standen Jobs auf der Kippe, immer gab es Veränderungen. Seit das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein dem Unternehmen einen Großauftrag nicht verlängert hat, standen die Zeichen für die Zukunft schlecht. Und heute wurde nun bekannt, die Wäscherei schließt in gut zwei Wochen. Sie hatten seit Jahren gehofft, dass dieser Tag nicht kommt. Nun ist er da. Und am Ende ging es für die Mitarbeiter von Behrensen ganz schnell. Ich bin noch Anfang der Woche guter Dinge gewesen und hatte gehofft, dass die Landesregierung sich vielleicht dann doch eines Besseren besinnt. Ich stehe jetzt im Grunde genommen vor den Scherben meiner Existenz. Meine Lebensgrundlage, mein Arbeitsplatz ist weg. 120 Menschen tragen symbolisch einen Traditionsbetrieb zu Grabe. Sie hatten die Wäsche des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein gewaschen. Doch dann wurde der Auftrag neu ausgeschrieben. Die Konkurrenz aus Mecklenburg-Vorpommern war billiger und gewann. Denn die Mitarbeiter dort verdienen viel weniger als sie hier. Deswegen sind das Dumpinglöhne, die liegen zwischen 6,50 Euro und 7,50 Euro. Was ist hier gezahlt worden? Hier werden 9,25 Euro sozusagen für die durchschnittliche Stunde gezahlt. Sie sehen daran, dass das nicht sozusagen die Riesenmenge ist. Und die Kolleginnen und Kollegen haben auch gesagt, sie können nicht weiter verzichten. Wenn sie die 3 Euro weniger kriegen würden, dann können sie ihre Kinder, ihre Familien alles nicht mehr ernähren. Deshalb haben sie gekämpft für ihre Arbeitsplätze. Ende April besetzten sie ihre Wäscherei. Kurz danach stimmten sie sogar über einen Hungerstreik ab, um ihren Job zu retten, entschieden sich dann aber dagegen. Auch die Proteste vor dem Landeshaus in Kiel halfen nicht. Die Gewerkschaft hält es für einen Skandal. Doch das UKSH und das Wirtschaftsministerium sagen heute, die Ausschreibung sei fair gewesen und damit gültig. Jetzt gehen wir in Arbeitslosigkeit. Wir liegen denen praktisch auf der Tasche. Die Steuern gehen nach Mecklenburg-Vorpommern, weil die Wäschereien in Rostock sind und in Münster. Also hat doch nur Schleswig-Holstein verloren. Nur. Am Ende ging alles ganz schnell. Seit heute wird bei Behrensen in Glückstadt keine Wäsche mehr gewaschen. Und 120 Menschen in einer strukturschwachen Region werden nur schwer neue Arbeit finden. Im März dieses Jahres wurde eine 23 Jahre alte Frau während ihres Nachtdienstes in einem Wohnhaus für psychisch erkrankte Menschen in Großhansdorf getötet.